Leute, wir müssen reden. Es muss sich etwas ändern. Es liegt nicht an euch. Also, es liegt doch eigentlich nicht an mir. Es liegt vielmehr an YouTube. Ich erklär's gleich. Hallo und herzlich willkommen zu den Freitag der 13. Faktenvideos. Also, fast. Das hier ist eine Einleitung mit Sachen, die man vielleicht wissen sollte, bevor man sich die Faktenvideos von mir anschaut. Im Januar habe ich ein Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 1 hochgeladen und gesagt, dass zu den anderen Filmen auch noch Videos kommen werden. Seither kam aber kein einziges Faktenvideo mehr und ich werde seither unter jedem Video gefragt, wann es denn endlich weitergeht. Die kurze Antwort lautet nächste Woche, aber ich würde trotzdem gerne noch erklären, warum es denn jetzt so lange nicht weiterging. YouTube macht es einem seit einiger Zeit immer schwerer, mit Horror-Content etwas zu erreichen. Das hängt unter anderem mit der Adpocalypse zusammen und dass zum Beispiel heikle Themen wie Leichen im Suicide Forest von YouTubern wie Logan Paul ausgenutzt wurden, um Klicks zu machen. Seither muss man bei jedem Video, das man hochlädt, einen Fragebogen ausfüllen, in dem man angeben muss, was für heikle Themen in den Videos vorkommen. Kommt Gewalt vor? Kommen Schimpfwörter vor? Kommen Waffen vor? Und das muss man dann auch nur so abstufen. Kommt richtig brutale Gewalt vor? Kommt nur Comic-Gewalt vor? Und so weiter und so fort. Der Fragebogen ist dazu da, dass YouTube einschätzen kann, ob das Video werbetauglich ist. Wenn man also zum Beispiel anklickt, oh ja, richtig krasse Gewalt in dem Video, dann wird es einfach direkt demonetarisiert. Man verdient dann einfach kaum was oder gar nichts mit dem Video, was man als Videoproduzent natürlich vermeiden will. Als ich im Januar das Faktenvideo hochgeladen habe, war erstmal alles im grünen Bereich. Zumindest anfangs. Irgendwann kam dann aber ein Vollidiot und meinte, dass die Fakten in meinem Video alle falsch wären. Darauf gehe ich später noch ein. Er hat das Video also gemeldet, YouTube hat es überprüft und auf ab 18 eingestellt. Und das hat das Video im Prinzip getötet. Denn von dem Moment an gab es kein Geld mehr für das Video und es hat auch kaum noch Aufrufe bekommen. Und um den Grund dafür zu verstehen, muss man ein bisschen wissen, wie YouTube funktioniert. Wenn vor einem Video Werbung läuft, verdient daran nicht nur der YouTuber Geld, sondern auch YouTube. Und wenn dann also ein Video ab 18 eingestellt wird, kommt keine Werbung mehr davor und man verdient auch kein Geld mehr daran. Dann verdient YouTube aber auch kein Geld mehr daran. Wenn YouTube dann also die Möglichkeit hat, ein Video zu empfehlen, vor dem keine Werbung läuft, oder ein Video zu empfehlen, vor dem Werbung läuft, wird YouTube natürlich das Video empfehlen, vor dem Werbung läuft. Weil YouTube will ja auch Geld verdienen, ist ja logisch. Ich finde es zwar total dumm, dass mein Video ab 18 gestellt wurde, aber so ist das halt. Ich habe halt eine explizite Szene aus einem Horrorfilm ab 18 gezeigt. Das Dumme ist halt, ich habe die Enthauptung von Pamela Voorhees gezeigt. Aber nicht um zu sagen, boah, schaut euch mal an, wie brutal das ist, sondern um euch zu informieren und zu sagen, wie das gemacht wurde. Und habe euch sogar noch darauf hingewiesen, dass man im Fake-Hals die Zahnstocher noch sehen kann, mit denen der Fake-Kopf festgehalten wurde. Also es ging nicht um den Schockfaktor, sondern um Informationen und zu zeigen, hey, das ist nicht echt. Besonders dumm ist das Ganze übrigens, weil die Enthauptung von Pamela Voorhees auch in Freitag der 13. Teil 2 am Anfang vorkommt und in der Crystal Lake Memories Doku. Und, oh mein Gott, die Doku ist ab 16. Und Freitag der 13. Teil 2 ist auch ab 16. Wenn ich die Enthauptung also aus Teil 2 rausgeschnitten hätte, anstatt aus Teil 1, hätte ich sie theoretisch zeigen dürfen, weil der zweite Teil ist ja ab 16. Aber egal, das Risiko will ich nicht eingehen. Das Ganze hat mich aber erstmal ein bisschen zurückgeworfen, weil es ist natürlich sehr frustrierend, wenn man zig Stunden Arbeit in ein Video steckt, nur damit es dann einfach demonetarisiert wird und es kaum noch Leuten vorgeschlagen wird. Das Einzige, was ich da wohl machen kann, ist entweder diese Szenen nicht mehr zu zeigen oder sie halt in Zukunft zu zensieren. Das habe ich schon bei meinem Jason-Ranking ausprobiert und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Finde ich auch nicht optimal die Lösung, aber mir sind da von YouTube leider die Hände gebunden. So, jetzt kommen wir noch zu den Vorwürfen, dass die Fakten, die ich erzähle, ja alle falsch wären. Das Ding bei Freitag der 13. ist, dass das Low-Budget-Filme aus den 80ern sind. Damals wurden keine Behind-the-Scenes-Dokus gedreht, wie man sie heute bei jedem Film auf der DVD mit drauf hat. Das Bonusmaterial bei Freitag der 13. sieht so aus, dass 20 bis 30 Jahre nachdem die Filme rausgekommen sind, die Schauspieler, die Crew, die Regisseure und so weiter interviewt wurden und die halt gefragt wurden, ja, wie war das denn damals so am Set? Da das Ganze halt teilweise schon Jahrzehnte her ist, hat natürlich jeder so ein bisschen andere Erinnerungen und teilweise widersprechen die sich dann auch. Ich habe inzwischen das ganze Crystal Lake Memories Buch durchgelesen, ich habe alle Filme nochmal geguckt, ich habe bei jedem Film, den ich habe, alles an Bonusmaterial angeschaut, auch die Audiokommentare und ich habe mir währenddessen zu jedem Film einzelne Notizen gemacht. Das Problem ist, die Leute widersprechen sich halt oft. Einige haben gesagt, dass es am Set vom ersten Teil arschkalt war und sogar geschneit hat. Deswegen musste anscheinend die Opening Scene in einer Hütte gedreht werden, anstatt draußen, wo es eigentlich
eigentlich stattfinden sollte. Sean Cunningham, der Regisseur, sagt aber, dass es nicht geschneit hat. Wem glaubt man da jetzt? Im Audiokommentar zum ersten Teil sagt Betsy Palmer, dass sie Pamela Voorhees ein bisschen so spielen wollte wie Jack aus The Shining. Sean Cunningham soll ihr dann aber gesagt haben, dass sie das bitte nicht machen soll, weil er Jack aus The Shining nicht mochte. Das ist was, was zum Beispiel gar nicht stimmen kann, weil The Shining erst nach Freitag der 13. rauskam. Es gibt also auch Sachen, die Leute sagen, wo man ganz sicher sagen kann, das ist so nicht passiert, da erinnern die sich falsch. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Bei Freitag der 13. von Fakten zu sprechen, ist ein bisschen schwierig, weil das halt alles Erzählungen sind, die Jahrzehnte zurückliegen und man da nicht mehr genau sagen kann, ob das alles wirklich so passiert ist oder nicht. Der Typ, der mein Video gemeldet hat, meinte zum Beispiel, dass seine Familie mit Sean Cunningham befreundet sei. Und das, was ich gesagt habe, dass eine echte Schlange getötet wurde, das würde gar nicht stimmen, sondern das war eine Fake-Schlange. Fakt ist aber, dass im Buch mehrere Leute sagen, dass es eine echte Schlange war. Und Sean Cunningham selbst sagt im Vorwort zum Buch, dass er sich selber gar nicht mehr so wirklich genau an das meiste Zeug erinnern kann und Peter Brackey, der Autor des Buches, da mehr Ahnung hat als Sean Cunningham. Sean sagt sogar im Vorwort, dass wenn er selbst irgendwas nicht mehr weiß, dann ruft er Peter Brackey an, weil Peter Brackey Bescheid weiß, was wirklich am Set passiert ist. Deshalb würde ich vielleicht nicht so viel Wert auf Sean Cunninghams Wort legen, was sowas angeht. Zumal es auch irgendwie klar ist, dass er als Regisseur, der den Film gemacht hat, sich im Nachhinein verteidigt und sagt, nee, also ich habe da keine echte Schlange umbringen lassen. Lange Rede, kurzer Sinn, was heißt das jetzt für die Faktenvideos und für euch? Erstens, die Fakten sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie halt auf Erinnerungen basieren, die ein bisschen unterschiedlich sind und schwer nachzuprüfen sind. Ich nehme halt das rein, was die meisten gesagt haben oder was für mich am plausibelsten klingt. Wenn bei irgendwas die Meinungen aber total auseinandergegangen sind, erzähle ich das im Video natürlich auch. Zweitens, die Videos werden von jetzt an stellenweise zensiert sein, weil YouTube mir sonst ein Bein stellt. Das erste Faktenvideo habe ich nochmal offline genommen und morgen kommt es in einer schönen neuen, jugendfreien Version online. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Fakten zu Freitag der 13. Teil 2. Wir sehen uns erstmal morgen wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.